Fast 4 Jahre war Mirko Slomka Trainer vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96. Er bewahrte die Roten vor dem Abstieg und führte sie sogar 2 Jahre in Folge in die Euroleague. Allerdings, so schien es, war irgendwann die Luft raus und so entschied sich die Vereinsführung Ende des letzten Jahres für einen Trainerwechsel. Mit Taifun Korkut erhalten die 96er nun ein neues Trainergesicht in der Fußball-Bundesliga. Peter Ernsting über den Neuanfang bei Hannover 96. Die ernüchternde Bilanz, die Hannover 96 in der Hinrunde der Bundesliga 2013-2014 erspielt hat, zwang die Verantwortlichen des Clubs zu handeln. Trainer Mirko Slomka musste seinen Hut nehmen. Die üblichen Verdächtigen wurden als neue Trainer gehandelt, aber auch weniger bekannte Namen machten die Runde. Am Ende wurde ein in Deutschland relativ unbekannter junger türkischer Trainer als neuer Chefcoach verpflichtet. Taifun Korkut. Die Bundesliga kenne ich eigentlich ganz gut. Natürlich auch Hannover gesehen. Habe natürlich jetzt in den letzten Tagen viele, viele Videos mir angeschaut. Ich muss die Spieler kennenlernen. Und dann werden wir natürlich auch Ansätze finden, wo wir schauen müssen, dass wir die Mannschaft stabiler machen. Und vor allem auch dann auswärts auch stabiler machen und schauen, dass wir in der Rückrunde die Punkte, die wir in der Vorrunde zu Hause geholt haben, wieder einfahren und aber dann auch auswärts einfach erfolgreicher Fußball spielen. Aber grundsätzlich gilt da für mich, wenn man keinen guten Fußball spielt, kann man auch keine Punkte holen. 2 Tage später war in der HDI Arena vor über 7000 Zuschauern das erste Training unter der Regie des neuen Cheftrainers. Bleibt zu hoffen, dass bei den neuen Auswärtsspielen in der Rückrunde der ein oder andere Punkt nach Hannover entführt wird.